Ja, es ist ja passend, heute am Welt-Antikorruptionstag diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Warum? Manche denken sich wahrscheinlich, sie sind eh alle weg. Aber darum geht es nicht, auch wenn die ÖVP gerne das Opfernarrativ nährt. Es geht uns nicht darum, wer da ist und wer weg ist. Es geht uns nicht um Personen, sondern es geht uns um Systeme, die unsere Demokratie schwächen. Demnach ist das Ziel eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses für uns NEOS, hier Aufklärung zu betreiben, um die Erkenntnisse über Defizite in Reformen hier im Parlament enden zu lassen, die dann unsere Demokratie stärken. Die Frage ist daher immer aufgrund eines Anlassfalles für uns, wie konnte es dazu kommen? Besteht die Möglichkeit, dass genau auf denselben Bahnen um die bestehenden Gesetze herum Machtmissbrauch und Korruption möglich ist? Und wie können wir diese Bahnen blockieren? Eben oft wahrscheinlich durch eine effiziente Antikorruptionsgesetzgebung in vielen Bereichen. In diesem Sinne wird sich dieser ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss genau ansehen, wie das System kurz rund um die Familie entstehen konnte, das nur für sich gearbeitet hat und nicht für die Menschen in diesem Land. Stichworte: überschreitende Wahlkampfkostenobergrenze, Umfragenmanipulation, dadurch unfaires Verzerren bei Wahlen, verdeckte Parteienfinanzierung, Gewalt, die vierte Gewalt im Staat, die Medien gezielt unter Druck setzen oder für manches von deren Seite empfänglich sein, Schwächen der Justiz, wenn sie gegen einen ermittelt. Dass diese Zersetzung unserer Demokratie nicht mehr möglich ist, dafür werden wir uns NEOS einsetzen, denn Österreich verdient integre Politik, die das Wohl der Menschen und Interessen des Landes in den Mittelpunkt stellt, die den Rechtsstaat stärkt, die Transparenz und Anstand lebt. Und in diesem Sinne beginnen wir heute unsere Arbeit. Und was Sie draußen tun können, ist heute noch das Antikorruptionsvolksbegehren unterschreiben, das hier von renommierten Personen aus der Zivilgesellschaft gegründet wurde und auch Unterstützung verdient. Danke.